dann würde ich sagen, Ordos, Hagen. Autos und Ordos. Autos und Ordos, Hagen, übernehmen ja. Sie. Die hast du an? Ja, der Hagen darf eine andere Maus benutzen. Ich habe ja hier Ich habe so eine Maus und nicht so eine Maus. Der Dennis hat ja so einen Handkantenschlagmaus. Ich bräuchte hau ich aber die Tastatur. Ja, okay. Sonst wird es nichts. Ja. Ich kann auch mit der. Ja, einen Moment. Alles für das Video, aber ich darf die Maus benutzen. Sehr gut. So, was Safe? War nochmal? Ja, machen wir gleich. Ja. Ember Move, Geva Guard, Hava Harvest. Das ist immer der erste Buchstabe. Dings. Okay. Attack. Und Ceva Construction Yard? Oder bist du hingegangen? Ich bin immer hingegangen. Wo kannst du ja mal. Wo ist denn hier neu? Ist nicht. So. Wenn das Spiel nicht speichern will, dann speichern wir einfach. So. Da fehlt ein E. Ich ist rate mal, deswegen egal. Fehlt das nicht. Warte ich eine Warning. Wir haben nur einen Speicher. Es gibt nur einen Speicherstand. Anscheinend. Also jedenfalls irgendwie bei uns jetzt gerade. Gut, dann früher, also auf dem 500er kann ich mir das vorstellen. Du hast die Diskette drin gehabt, dann war das so. Also, ja, dann nur auf dem 1200er hätte ich jetzt vermutet, dass du mit... Ja. Dann Hagen, mach doch mal. Hagen, übernehmen Sie. So, während du da scoutest, hole ich mal gerade was. Yep. Ich war da so schön am Einheiten rumschicken, aber man könnte natürlich auch währenddessen was bauen. Du hast vollkommen recht. Ja. Du hast Problem? Yes. C? Nee, C ist nicht Construction Yard. Nee, du musst, glaube ich, hingehen tatsächlich. Ja, ich arbeite dran. Dann. Yes, dann tu es. Genau, die Ordos gegen die haben wir ja noch nicht so richtig gekämpft, zumindest nicht mit Basis. So einzelne Einheiten hatten wir mal. Mhm. Aber die sind ja, die sehen wir so relativ hinterhältig. Die können zum Beispiel so ein Gas verschießen, was deine Einheiten umdreht. Mhm. Die Loyalitäten verändert. Das ist, hast du schön ausgedrückt, Hagen. Acknowledged. Ich bin zu langsam beim Bauen. Jetzt erstmal alles. Ja, ich habe vergessen, ich wollte hier gleich. Siehst du, das Multitasking ist da. Ich muss mir auch erstmal wieder dran gewöhnen. So, dann Refinery. Und dann brauchen wir direkt mal eine Radaranlage. Da stand einer rum. Er klingt auch immer so zufrieden. Enemy Unit approaching. Aber gleich ein paar Panzer zu anfangen, das ist schon mal gut. Hm. Harvester deployed. Was man vorhin gesehen hat, man kann auch diese Viererplatte bauen und da, wo sie nicht komplett hinpasst, statt dass man dann quasi mit drei Einzelnen macht, kann man die Vierer setzen und dann an der einen Stelle Verlust hinnehmen. Genau. Ja. Production of large concrete slab has started.
Genau, mach mal Radar. Mach mal Radar. Während Hagen scoutet, du hattest ja von dem Nachfolger gesprochen oder so. Also es gibt ja zum einen, fangen wir mal andersrum an. Das war ja die Basis gewesen für weitere Strategiespiele von Westwood. Ja. Dune 2. Und sie haben ja, nachdem sie das Spiel im Dune-Universum gemacht haben, dann erstmal ihr eigenes Franchise quasi gemacht. Mhm. Weiß gar nicht, ob es eine Option gegeben hätte, noch ein Dune-Spiel zu machen. Ich glaube, da sind auch die Rechte dann wieder neu verteilt worden oder so. Und man hat natürlich mehr Freiheiten mit was Eigenem. Mhm. Und dann, ich habe hier immer so ein bisschen rumstapeln. Und natürlich auf Basis von Dune 2 dann erschienen Command & Conquer Teil 1, der Tiberium-Konflikt. Grandioses Spiel. Ja, man sieht die Parallelen und die evolutionäre Verbesserung, würde ich sagen, weil es ist im Grunde das gleiche Spiel. Ja. Du hast die GDI, also die globale Defensivinitiative, die dort gegen die Bruderschaft von Nord kämpft. Die GDI sind eigentlich die Atreides. Ja. Und die Nord ist so eine Mischung aus Hakon und Ordos. Ja. Und die Grafik war weiterentwickelt in so ein bisschen mehr ISO 3D. Das ist jetzt hier sehr von oben das Ganze gedacht. Oh, da ist irgendwas explodiert. Ich. Du bist explodiert. Ich bin mit dem Quad in eine Blume gefahren. Okay. Mach ruhig einfach weiter. Ich bin bei dir, Dennis. Ich bin sowas von bei dir. Und von der Bedienung her ist es ja sehr, sehr ähnlich. Nur dass zum einen gibt es nicht mehr diese Bildschirme, wo Hagen jetzt gerade reingegangen ist, sondern du hast an der Seite eine Leiste, musst zwar auch einzelne Einheiten bauen und sowas. Ah, Turrets. Sehr gut. Das macht die Verteidigung einfacher. Cannon turrets used for short range active defense. Genau, also es gibt zwei Sorten Türme. Mhm. Ein Short Turn, das ist der hier, Gun Turret, ist nicht so geil, aber der später kommende Rocket ist es, glaube ich, ne? Der hat größere Reichweite. Größere Reichweite, dafür schießt er nicht so schön Richtung Fußtruppen. Kannst halt nicht alles haben. Aber ich bin ja dankbar für die Kleinigkeiten des Lebens, weil da kommt nämlich der Gegner. Ja, da kann schon mal die. Und die kannst du, die kann man halt reparieren, und die Gebäude. Ja. Ja, also man geht nicht mehr in diese separaten Bildschirme, sondern hat in der Seitenleiste direkt da die Möglichkeit, das auszuwählen. Das macht schon mal etwas einfacher und die Riesenerleichterung ist, dass man mehrere Einheiten gleichzeitig auswählen kann. Also diesen Rahmen ziehen, wie man das heute so kennt. Und du kannst, glaube ich, da auch schon mit Mausklick die bewegen und angreifen lassen und musst nicht den Befehl, den Button erst drücken. Ja. Oder die Taste drücken. Ja. Also alleine diese beiden Feature. Sachen haben es halt schon so viel umgänglicher gemacht. Und dazu natürlich sehr, sehr coole Musik. Keinen typischen Spiele-Soundtrack. Ja. Sondern mehr so etwas rockiger. Und natürlich bei Command & Conquer denkt man an die Videosequenzen mit echten, ich hätte jetzt fast Schauspielern gesagt, mit echten Entwicklern oder so, die das gespielt haben. Richtig cool, ja. Aber es war ja so die Zeit Mitte der 90er, wo man dann viel mit Videosequenzen gemacht hat. Und da ist Westwood dann beim Nachfolger direkt in die Vollen gegangen. Direkt in die Vollen gegangen. Das kann man nicht anders sagen. Und richtig hammergeil. Also, was erinnere ich mich da, als ich den ersten Trailer von Command & Conquer gesehen habe? Weißt du noch? Freude schöner Götter. Freude schöner, wirklich, das hat sich echt eingebrannt. Das war wirklich Hammer. Ja, aber schön, dass es sich bei dir auch eingebrannt hat. Das war einfach. Also, das hat mich geschmerzt, dass das nicht mehr für den Amiga erschienen ist. Ja. Gab es dann nur für PC. Ja. Und das ist. Ich weiß gar nicht, ob es das erste PC-Spiel ist, was ich mir gekauft habe. Es ist,
Ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, denn ich habe, als wir zusammen in Mainz waren, erinnere ich mich, habe ich Command Conquer ja bei dir gespielt. In Hagen hatte ja dann schon einen PC. Ja. Und in Mainz habe ich das hier gefunden und habe mir das gekauft, die Collector's Edition. Und habe es dann aber nicht wirklich gespielt, weil ich hatte ja, also meine Eltern hatten einen PC, aber ja. Ich habe es dann, ich glaube, ich habe bis heute Command Conquer 1 nicht wirklich durchgespielt. Ich habe dann später Command Conquer, das ist Tiberian Conflict, Tiberian Dawn. Tiberian Konflikt. Der Tiberium Konflikt, Tiberian Dawn, Tiberian Sun, das habe ich dann, du brauchst eine Windfalle. Tiberian Sun, das ist quasi der zweite Tiberium-Teil, also das dritte Command Conquer-Spiel. Das habe ich dann tatsächlich relativ direkt nach dem Erscheinen dann auch gespielt und durchgespielt. Genauso wie Alarmstufe Rot 2. Aber da war ich dann halt, das ist dann später erschienen, als ich dann auch schon PC hatte. Ja. Also die konsequente Weiterentwicklung Command & Conquer von Dune 2. Ja. Ja, und dazu, hier ist direkt die Missions-CD mit dabei. Gab es dann auch Missions-CD, der Ausnahmezustand, 10 neue Multiplayer-Level, 15 neue Missionen. Also sehr, sehr großartig. So, jetzt gucken wir mal, wie hier Spielgeschehen. Das Gute ist ja, dass das Spiel pausiert, während du da drin bist, glaube ich, oder? Ich bin nicht 100% sicher. Was mich so ein bisschen nervt, ist, jetzt ist der Construction Yard ganz unten. Und du musst immer hin und her. Immer, um da hinzukommen. Und das ist einfach blöd. Ja, ja, auch das haben sie ja besser gemacht dann in Command & Conquer, wo du dann nicht mehr den Construction Yard anklicken musstest. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. Aber in der Seitenleiste konnte man das, glaube ich, dann direkt machen. Du musstest den halt nur irgendwo haben und damit hast du das quasi freigeschaltet, dass du Gebäude bauen kannst. So, ich baue, also ich habe jetzt eine Taktikänderung gemacht, das wollte ich gar nicht, aber... Du musst jetzt mal hier verteidigen. Ich habe ein Einheitenproblem. Du könntest auch Mauern bauen dazwischen. Könnte ich. Ja, aber du bist kein Mauerntyp. Ich bin kein... Eine Mauer wehrt sich nicht. Das kannst du machen, wenn du... Da kommt der... Das kannst du machen... Der ist nach unten links geflogen. Ist er nur weggeflogen? Der ist weggeflogen. Also du kannst Mauern bauen, um sozusagen die Einheiten zu kanalisieren, dass sie genau dahin rennen. Wo willst du denn hier was kanalisieren? Ja. Das heißt, ich wäre jetzt hier oberentspannt und gehe jetzt hier mal auf... So, wir brauchen mal Bau an. Also, wie sagen wir es? Einheitenbau. Gebäude. So, Kasernen. Oh, mein Hagen. Ja, ich wollte es nicht einschränken. Ich habe mal irgendwie Produktionsgebäude. Hast du gerade gemerkt, wie ich mich gequält habe? Ja. Mann, in meinem Alter. Produktionsgebäude. Ja. Genau so. So, und ich habe ein Ressourcenproblem, das sieht man ja auch. Ne? Also bei mir ist der Rückfluss an Geld nicht ganz so hoch wie beim Dennis. Ja, also du hast. Also lass mich mal so ausdrücken. Du wirst die ganze Zeit angegriffen. Ah, jetzt haben wir eine Hightech-Factory. Und hier ist auch eine Reparatur. Ja, ich arbeite daran. Ja. Also, du wirst angegriffen. Ja. Du hast kein Geld. Und du kannst nichts bauen. Läuft bei dir. Ja. Und der Gegner fährt einfach um meine Einheiten drumrum. Ja. Weil es kann. Ja. Das ist ja herrlich. Aber wenn die... Also der da links, der nervt mich. Die da links. Na herrlich. Ich muss hier vorne aufs Eck noch einen Turm. Ich feuere. Der Turm hat Gott sei Dank von der Reichweite her offensichtlich lang genug. Ja. Also was mich auch nervt ist, in den nachfolgenden Teilen gab es irgendwo einen Knopf. Auto Repair. Nee, Auto nicht, aber sozusagen da hast du auf Repair klickt und dann das Gebäude an. Achso, ja, genau. Wenn du hier, also du hockst halt da und denkst, ach Gott, ja, du musst halt immer alles einzeln an, also alles immer einzeln, der Harvester. Ich habe nicht gesehen. Ach, da dazwischen. Ich habe extra noch gesucht, habe gedacht, der müsste eigentlich gleich zu Hause sein. So, du wolltest da oben links eine Kanone bauen. Ich. Erstmal die Hightech Factory, die Dings.
So, das ist jetzt erstmal eine schwere Fabrik, hattest du, glaube ich, jetzt. Eine schwere habe ich jetzt gebaut, ja. Weil ich einen Harvester will. Ja. Weil ich das Problem habe, mein Kohlerückfluss ist aber viel zu niedrig. Also das ist einfach, das geht nicht. Damit überleben wir nicht lange. Das muss ich anpassen. Ja? So, einen der Panzer sind wir jetzt noch verloren. Haben wir verloren? Oh Gott. Wenn die rechte Hand klickt, die linke Gehirnhälfte versucht was zu sagen und ich gleichzeitig noch fotogen in die Kamera lächeln möchte, ist es dann doch too much. Ja. So, währenddessen können wir mal in die Großschachtel hier mal reinschauen und viel ist gar nicht drin. Ich habe sogar, also ich heb ja alles auf. Ich habe die Plastikfolie aufgehoben, in die es eingesiegelt war. Also für einen Reseal glaubt es nicht mehr, aber es hat gekostet 39,99 €. Was ziemliches Schnäppi ist. Low Price, also das war quasi schon im Ausverkauf. Wollte schon sagen, weil für den Preis, also das ist wirklich ein Schnäppi. Ja, genau, 39,99 €. Ja. Bei Karstadt oder irgend sowas muss das da gewesen sein. Das war irgendwie... Nee, das war... Was? Am Höfchen, glaube ich, da in der Nähe vom... gegenüber vom Theater. Da habe ich das gekauft. Die Reichweite ist zu niedrig. Ja, aber also der Harvester ist einfach drüber gefahren. Ja, das ist okay, das nenne ich Effektivität. So, dann haben wir hier die CDs mit den beiden Command & Conquer CDs und der Ausnahmezustand Missions-CD dazu. Katalog von Sommer 99. Die Anleitung ungelesen. Dieser Schmerz, er wird kein leichter sein. Ja. Warum feuerst du nicht? Referenzkarte ist dabei, aber sagen wir mal so Deluxe, außer dass die Schachtel sehr groß ist, ist es jetzt dann auch wieder nicht. Ja, aber es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Also, ich werde von unten ange... Dieser Stell doch mal da irgendwas. Ich habe nichts mehr, ich habe nur noch zwei Einheiten, Dennis. Stimmt nicht, da oben links ist noch. Es wird jetzt doch langsam anspruchsvoll hier. Da unten feuert er auch noch. Genau, fahr die doch mal hier. So, Construction Complete, weil den brauche ich. Den will ich. Hightech Factory. Flying Vehicles. Der müsste jetzt ein Carry-All bauen können. Weil mich nervt das mit den Harvestern wie Hölle. Und dann bringt der die automatisch an die richtige Stelle. Das ist mein Plan. Ja. Und dann baue ich nämlich hier gleich noch ein Verteidigungstürmchen hin. Mhm. Und dann hoffe ich, dass das ein bisschen sich entspannt, die ganze Sache lang. Ja, also man kann theoretisch dann auch die Basis komplett einmauern. Ja. Und einfach mit den Carry-Alls die Einheiten rausschaffen. Allerdings keine Fußeinheiten. Der kann nur Fahrzeuge transportieren. Ja. Ist aber für mich jetzt, mir geht es eigentlich primär gar nicht um rausschaffende Einheiten, sondern mir geht es wirklich um diesen blöden Harvester, dass der hin und her und hin und her und dann ist gut. Weißt du? Das sind ja total nervig. Atreides Harvester deployed. Ich hoffe, dass das geht. Fährt er da hin? Harvester da? Dann Harvester da auch. Der muss nicht. Du musst nur die grobe Richtung haben. Komm jetzt mal. Und ich brauche mal einen Fuß in Ding. Ah nein! Den da wollte ich. Ja. Weil er MBF gebaut. Ja, kann man machen, aber ist jetzt irgendwie. Guck, jetzt einer fliegt jetzt rum. Ja. Ich brauche zwei Stück. Erstmal. Und dann brauche ich gleich noch einen Harvester, dass das auch irgendwie wird. So. Und dann baue ich jetzt mal hier einen für da oben ein Türmji. So, und dann können wir nämlich. Gibst doch hier irgendwie jede Mark dreimal aus. Ja, es ist halt.
Aber der stellt sich jetzt netterweise direkt genau, vor die Kanonen. Und da passiert jetzt das, was ich auch geplant habe. Deswegen, ich werde das rechts gleich auch nochmal machen. Dass das was wird. Und dann hoffe ich, dass der ist langsam im Ruckel. Gucken, die feuern sie hoffentlich auch mal. Ja. Gucken, dann tschakka. Ne? Das dann geht doch dann flott. Gucken, jetzt fliegt der noch zurück. Mhm. Guck, wie Geschwindigkeit das ist. Also, die Geschwindigkeit ist schon höher als normal. Naja, so ist halt normal, Hagen. Sind nicht immer so. Ich höre deine Worte wohl, allein der Glaube fehlt. So, hast du ja alles gebaut, was man bauen kann. Ne, jetzt brauchen wir erstmal hier. Nein, denn ich bin noch lange nicht so weit. Ich probiere gerade erstmal aus. Wo kommen die jetzt eigentlich her? Die wurden deployed. Ah. Ich habe sie aber auch nur eben entdeckt, dass sie da deployed wurden. Ich hätte gedacht, wie so mitten in the middle of nowhere hier. Reicht. Das reicht nicht. Guck aber, wer feuert? Okay, gar niemand feuert, der ist matsch gegangen. Da ist auch eine Blume. Die Wegfindung ist noch ein bisschen grenzwertig. Also wir haben eben auch gesehen, wie der Carry-All so einmal gekreist ist, weil er sich noch nicht so ganz sicher war. Ja. So, das passt. Ich muss jetzt gerade einmal gucken, dass ich mal mich, weil der Dennis hier zu Recht sagt, Hagen, optimier dich mal. Jetzt einfach mal einmal gucken, dass ich mal meine Basis wieder auf den Stand kriege. Dass sie nicht gleich um die Ohren fliegt. Ja, weil ich habe auch fast zu wenig Energy Output, also das werde ich auch noch gleich machen. Ja, setz mal die Kanone. Du hast eine Kanone gebaut. Platzieren. So, jetzt kann der nämlich links verteidigen. So, und dann bauen wir jetzt noch mal hierhin eine Windfalle. Mhm. Weil das du hast das schon so im Gefühl, dass das... ich hatte eben auch kurz geguckt, ich habe jetzt 77 von 100. Achso, wenn du auf die Windfalle klickst, dann siehst du das. Wenn du auf die Windfalle, dann siehst du, ich zeig's dir gleich. Mhm. Wenn du draufklickst hier, 80 von 99. Ja. Also gut. Bisschen Reserve, es schadet nicht. Ich habe immer, also auch später bei den Folgeteilen, immer genug, dass du zwei verlieren kannst. Ja. Weil du damit weißt nicht, nie... Wenn er dich angreift und dann siehst du nichts mehr und das ist alles ganz furchtbar, dann... Ja, vor allen Dingen gehen die Verteidigungstürme nicht. Die brauchen Strom. Ja. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob in dem Teil, aber in einem der Folgeteile... Sorry, Dennis, mein Hirn sagt wieder, ich habe einen Leck. Ja, ich muss hier rechts gleich nochmal machen. Okay. Ich wäre jetzt noch nicht so weit gewesen, aber wenn du das ja, ich möchte das so. Dann tue ich das, aber nur, weil du sagst. So, den brauche ich nicht. Den da. So. Ruckel. Ach, es geht nicht mehr ruckeln. So, dann bauen wir mal hier. Das ist Ende der Map. Ja, das ist Ende der Map. So, das haben wir. Repair Facility? Brauchen wir nicht. Eigentlich ist es... Ich baue einfach neu. Ich glaube, Barracks habe ich noch nicht. Light Factory. Ja, Barracks habe ich noch nicht. Ja, Repair Facility, man kann die bauen, aber... Die ist halt, wenn du dann später so die Schallpanzer hast oder sowas, die dann doch relativ teuer sind. Was du halt nicht hast, ist Erfahrung. Also nicht, dass es mir bewusst wäre. Wie meinst du das jetzt, Dennis? Was willst du mit sagen? Du hast keine Erfahrung. Die Einheiten sammeln keine Erfahrungspunkte, sondern eine frisch aus der Fabrik ist genauso gut wie ein Veteran. Orders Unit destroyed. Wieso sind die mit Retreat, fand ich? Ach, weil Retreat ist, macht den letzten Schritt rückgängig. Ja? Ja, offensichtlich. Und da ich ja natürlich immer von zu Hause losgefahren bin,
weil die retreaten gerade da vorne, wo sie gedroppt wurden. Es ist quasi ihre Heimat. Jetzt greifen wir erstmal den Panzer an hier. Ja, das ist schon eine ganz ordentliche Basis. Ja. Insufficient spice is lost. Ja, ja, spice is lost. Ich loste immer alles hier. Build it. So. Zack. Build it. Wer schießt denn da? Da. Ordnung. Upgrade. Ich vergesse immer, dass die Refinery nur einen relativ kleinen. Ja, glaube ich, 1000 oder 1000. Nee. Du hast, hast du eine oder zwei Refinery? Zwei. Genau, 1000 halten kann die.